Hier als Intro-Gast und du hast das hier gegründet. Also so, willkommen. Es freut mich sehr, dass du mit deiner großen Liebe da bist, nämlich dem Beta-Codex. Du hast ja 2008 mit der Valeria Carvalho das Netzwerk ins Leben gerufen und engagierst dich weltweit als Netzwerker, exzellenter Berater, Autor zahlreicher Bücher und Bestseller, die darunter sind. Ja, bist ein sehr starker, eindrucksvoller, treuer Impulsgeber um all die Inhalte oder um den Beta-Kodex und alles, was in ihm steckt. Was ist mir noch so eingefallen in der Vorbereitung? Ich würde mal deine Arbeit und deinen Einsatz als eine Passion voll Begeisterung, Dynamik und Enthusiasmus beschreiben. Mit einer, wie schon gesagt, tiefen Liebe zum Beta-Kodex, fernab von Gleichgültigkeit, Ungerührtheit und Teilnahmslosigkeit. Das war so mal die Worte, die mir eingefallen sind. Und Danke. bist auch ein Langstreckenläufer, also top in Form, weil, also Langstreckenläufer mit Durchhaltevermögen, 12 Jahre. Ja. Beta-Kodex-Netzwerk. Und dann, genau, möchte ich noch die Worte hier einbringen, eben ein kritischer Geist, ein wertschöpfungsverliebter Demokratieliebhaber. So, wo bist du jetzt? Jetzt bist du Danke. weg. Ah, na, jetzt haben wir gedacht, jetzt Bin noch da. bist du rausgegangen. Na. Ja, es geht ja gemeinsam, die notwendige organisationale Renaissance voranzubringen. Das liegt dir sehr am Herzen. Gemeinsam, ja, also es betrifft uns alle und man kann eigentlich auch immer etwas tun. Und jetzt gebe ich dir mal das Mikro rüber. Dezentralisierung und Demokratisierung für Arbeit und Organisationen. 12 Jahre Beta-Kodex und wie es von hier aus weitergeht. Danke, liebe Elisabeth. Du hast so schöne Worte gefunden. Das muss ich jetzt erst behalten, das Niveau. Und du hast mich auch gerade an was erinnert, weil du ja gesagt hast, das ist ein Langstreckenlauf, ne? Tatsächlich denke ich, das ist Beta und Beta-Kodex ist ein Langstreckenprojekt. Das ist nichts, was. Es soll keine Mode sein, denke ich immer. Es geht darum auch nicht, es geht nicht darum, Geld zu verdienen, sondern dass möglichst viele etwas mit Beta machen können, um ihren Lebenshalt zu verdienen, Unterhalt zu verdienen. Auch das ist schon eine Nebenbedingung, kommen wir vielleicht gleich nochmal darauf zu sprechen. Und du hast mich gerade erinnert du hast ja auch Demokratie schon genannt. Das ist halt nichts, was man einfach mal so macht und dann wieder fallen lässt. Also, das ist keine kurze Affäre, kein kurzer Flirt mit Beta tatsächlich. Du hast mich gerade daran erinnert, die Frauenbewegung hat ja, also überhaupt mal um Frauen das Wahlrecht zu geben, hat ja auch schon irgendwie über 100 Jahre gedauert. Und trotz aller Rückschläge haben Frauen das durchgekämpft und haben sich, oder bis heute müssen wir in der Gesellschaft jedes einzelne Frauenrecht immer noch erkämpfen. Und jedes einzelne Recht von Schwulen und alles muss immer erkämpft werden. Ja? Und das dauert Jahrzehnte oftmals, bis wir Verbesserungen im Bewusstsein sozusagen stattgefunden haben, sodass sie dann selbstverständlich erscheinen. Ah, die Homo-Ehe ist irgendwann ist sie dann selbstverständlich im Geiste der Mehrheit und dann wird es auch zum Gesetz und dann wird es zur Normalität. Und plötzlich schämt man sich auch für die Vergangenheit. Natürlich schämen wir uns jetzt, dass wir Frauen das Frauenwahlrecht nicht früher gegeben haben. Ich denke, so wird es auch sein mit dem Beta-Kodex. Irgendwann, da bin ich mir ganz sicher, wenn wir zurückschauen und sagen, oh Scheiß, Alpha-Organisationen und wie wir über Chefs geredet haben und über was wir für Prozesse hatten und wie wir gesteuert haben. Komplett peinlich. Also so werden wir, glaube ich, da bin ich fest davon überzeugt, darauf zurückschauen, auf das Jetzt und auf die Vergangenheit. Ja, wir werden irgendwann zurückschauen und sagen, 100 Jahre Weisung und Kontrolle. Und Frederick Taylor ist ja schließlich auch nicht schuld daran gewesen, der wollte ja auch was Besseres. Ich bin fest davon überzeugt, der wollte die Demokratie, über die wir jetzt hier gerade diskutieren. Also ich ziehe in den letzten Jahren immer gerne den Vergleich zur Demokratie, ja. Dass wir demokratische Gesellschaften hervorgebracht haben, ist kein Wunder, weil der Mensch kann Demokratie. Ja, das ist im Menschen angelegt, demokratische Gesellschaften hervorzubringen. Deswegen leben wir in Demokratien.
Der Mensch neigt nicht zur Diktatur. Es gibt leider einen Ex-Freund von mir, einen Ex-Kollegen, der behauptet, wir hätten einen fatalen Hang zum Folgen oder zum Führer-Mythos oder so. Das ist natürlich kompletter Unsinn und faschistoides Gerede aus meiner Sicht. Dem Menschen wohnt der demokratische Geist inne, sonst würde das ja nicht funktionieren, was wir jetzt hier in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz, die hauptbeteiligten Länder hier heute in dieser Session, sonst wäre das gar nicht möglich, wenn der Mensch nicht demokratiefähig ist. Und natürlich ist der Mensch auch komplett beta-fähig. Deswegen die Diskussionen, die wir in den letzten Jahren geführt haben, und ich bin auch oftmals wirklich tatsächlich beschimpft worden und beleidigt worden dafür, das können sich vielleicht viele von euch nicht so vorstellen, aber als ich angefangen habe mit dem Thema Beyond Budgeting, als wir angefangen haben mit diesem Netzwerk, war das noch viel polemischer, als es heute ist. Und es gab immer wieder Spinner, die behauptet haben, das, was wir hier diskutieren, Beta, wäre utopisch oder lächerlich oder kommunistisch, das ist auch mal reingerufen worden. Das ist natürlich genau das Gegenteil. Also der Beta-Kodex ist marktwirtschaftlich, er ist hochdemokratisch. Und an eine Anekdote möchte ich in diesen Minuten jetzt nochmal erinnern. Du darfst mich auch ein bisschen moderieren. Ja, nein, ich lausche und bin froh. Wir sind ja so eine kleine Runde, ihr dürft alle reinrufen und reinschreiben hier auch im Chat. Frag Trump mal. Okay, ja. Ja, klar. Also das ist ja, im Prinzip ist Donald Trump der perfekte Test für unsere Demokratien, für die amerikanische Demokratie. Das ist halt, ich will jetzt hier nicht zynisch sein oder so, aber natürlich zeigt sich jetzt was auch in Amerika. Alle demokratischen Kräfte in Bewegung. Naja, klar, Demokratie ist ja, da gibt es ja ein tolles aktuelles Buch, über das wir im Netzwerk geredet haben. Ich habe nur die Einführung bisher gelesen von der Hedwig Richter. Sie beschreibt ja auch Demokratie als einen konstanten Arbeitsprozess. Ja, das ist was in uns rumort als Gesellschaft und was immer erfochten wird. Ich denke halt, vielleicht ist das schon die Hauptmessage dieser kleinen Intro. Innerhalb dieses Netzwerks haben wir die Gelegenheit und vielleicht auch die moralische Pflicht, Vertiefung von Demokratie durch Arbeit an Organisationen, durch Hervorbringen besserer Organisationen zu befördern. Also ich glaube, wir in diesem Netzwerk können einen wesentlichen Beitrag leisten zur Vertiefung, zur Beförderung von mehr Demokratie, mehr demokratischem Bewusstsein, auch im Arbeitsleben. Das ist ja eine komplett absurde Situation, dass wir in demokratischen Gesellschaften leben, in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland. Und in der Arbeit findet Demokratie praktisch gar nicht statt. Und damit wir uns nicht missverstehen, Demokratie ist nicht gemeint, alle stimmen über allen Scheiß ständig ab. Das machen wir schließlich in der repräsentativen demokratischen Staaten auch nicht. Ja, mit Demokratie ist auch nicht gemeint, dass man Chefs wählt. Das ist eine lächerliche Vorstellung von Demokratie. Das hat nichts mit Demokratie zu tun. Also Chefs wählen hat gar nichts mit Demokratie zu wählen, mit Demokratie zu tun. Demokratie soll ja eigentlich heißen, in Organisationen sowas wie eine Diktatur der Könner. Ja. Das Könner Entscheidungen treffen, das ist halt ein bisschen anders in einer Organisation als im Staatswesen. Die Macht soll in unternehmerischen Teams liegen, in einer Organisation. Davon handelt Selbststrukturdesign, davon handelt der Beta-Kodex. Ich möchte aber noch mal kurz zurückgreifen, 15 Jahre zurück, nicht nur 12 Jahre, sondern noch vor der Gründung dieses Netzwerks. Ist das okay? Seid ihr noch bei mir? 2005 quasi. 2005, also ich wage sogar mich bis ins Jahr 2003 zurück. Oh. Ja, ist das unfassbar? Also 17 Jahre zurück, Zeitsprung. Damals bin ich ja dem Beyond Budgeting Roundtable beigetreten. Wir hatten da eine große Spannung, es waren drei Engländer, ein US-Amerikaner, ein Australier und ich in dieser Gruppe. Natürlich war ich so ein bisschen das Enfant terrible und ich konnte mich dann auch nicht zurückhalten und habe Sachen gesagt, die anderen gehasst haben. Also es gab auch viele Spannungen in der Gruppe ohnehin und Zusammenarbeit war ganz schwierig, so ein bisschen wie bei uns heute jetzt hier. Wir müssen ja auch erst noch lernen, richtig zusammenzuarbeiten in diesem Netzwerk. Damals war das so, wir hatten halt diese Direktoren, es waren damals fünf, einschließlich meiner Wenigkeit. Und mein Mentor damals in dieser Zeit, Robin Fraser, er hat immer gesagt, wir hatten große Diskussionen um die 12 Prinzipien. Und ob man die nicht runterbricht in 2x6 Prinzipien, das hat es ja auch gegeben, wenn ihr das gesehen habt, mal wie Beyond Budgeting strukturiert ist bis heute. 2x6 Prinzipien. Und da haben sie Riesendiskussionen drüber geführt, wie man die irgendwie strukturieren kann. 4x3 Prinzipien, 6x2 Prinzipien. Und was ist wichtiger? Welche Prinzipien sind wichtiger und so weiter? Eine Diskussion, die wir Gott sei Dank derzeit, glaube ich, nicht so führen müssen mehr. Eine echt widerliche, blöde, dämliche Diskussion. Aber das war damals im Beyond Budgeting Roundtable der Alltag. Und dieser Kollege Robin Fraser, er hat gesagt,
eigentlich liegt hinter diesen Prinzipien ein großer Gedanke. Und Robin Fraser hat immer gesagt, meine Kollegen, Mitgründer, die hießen Peter Bunce und Jeremy Hope, meine Kollegen sehen das anders, hat er immer gesagt, aber eigentlich liegt hinter Beyond Budgeting, liegt hinter dem Beta-Kodex heute auch noch ein wesentlicher Kerngedanke. Dezentralisierung. Und ich weise darauf hin, weil ich halte es nach wie vor für einen unterschätzten Gedanken. Der Gedanke der Dezentralisierung, im Staatenwesen nennt man das dann Föderalisierung, föderativer Staat und so. Diese Idee, dass wir soziale Gemeinschaften nicht zentral steuern müssen, zum Beispiel aus einer Hauptstadt heraus, also wir steuern ja auch nicht die Schweiz aus Bern heraus. Da werden nur gewisse Rahmenentscheidungen getroffen und Rahmen gesetzt. Ja? Also sobald man anfängt zu übersteuern aus einer Hauptstadt heraus, macht man doch alles kaputt. Sobald man in einer Organisation aus dem Zentrum heraus steuert, macht man alles kaputt. Und Robin Fraser war, glaube ich, der Erste in unserer Community, der das tatsächlich erkannt hat. Dezentralisierung ist das Geheimnis. Föderalisierung, jetzt wird hier gepostet, Frankreich. Ich weiß jetzt nicht. Ja, können wir gleich noch diskutieren in der Session. Dezentralisierung ist der Kerngedanke und der Dezentralisierung ist, glaube ich, auch der einzige Gedanke, mit dem wir Demokratie, demokratische Qualität von Organisationen und Zusammenarbeit verstärken können. Und jetzt kommt's. Es gibt ja kein anderes Konzept in der Businesswelt, das diese Gedanken vertritt. Also es gibt noch so ein paar Leute, die reden von Demokratie, aber die denken dann oftmals daran, dass man Chefs wählen sollte, was kompletter, wie gesagt, kompletter Unfug ist. Diese Idee, Demokratisierung von Organisationen mit Dezentralisierung zu erzeugen, dadurch, dass man die Entscheidungsgewalt an die Peripherie gibt, die Organisation nicht mehr zentral steuert, das ist ein Kerngedanke, den haben nur wir. Wir haben sozusagen quasi ein gedankliches, ideologisches Monopol auf diese wunderschöne Idee. Im Prinzip könnte man sagen, wir sind die einzige Community, die glaubwürdig, viele behaupten das, dass sie Demokratie und Selbstorganisation fördern, aber es fehlt all diesen anderen Bewegungen und Communities, leider muss ich sagen, der Gedanke der Dezentralisierung, der das alles möglich macht. Also Dezentralisierung und Demokratisierung von Arbeiten, Organisationen gleich welcher Größe, ist das große Geheimnis des Beta-Kodex und eine große Chance, ein großes Merkmal unserer Community. Und ich denke, wir tun gut dran, das in den Vordergrund zu rücken. Mehr noch, als wir es in der Vergangenheit getan haben. In der Vergangenheit haben wir haben jetzt Meetups, online und offline, wir haben Papers, es gibt Bücher, wir haben einen tollen Podcast von Elisabeth. Wir haben ganz viele tolle Formate. Wir haben eine gute Website mittlerweile, die ordentlich läuft. Wir haben ein ordentliches Social-Media-Tool, Slack. Also wir haben sozusagen die Grundlagen, was mir persönlich als Gründer, wenn ich mal so mich so nennen darf, als einer der drei Gründer, was mir noch ein bisschen fehlt, ist, dass wir sozusagen ganz bewusst diejenigen, die wollen, das ist rein freiwillig und ich kann das nur als Einladung formulieren an alle, und das ist die konstante Einladung des Beta-Kodex. Ich denke, unsere Community wird dann anfangen, noch mehr aufzublühen, wenn wir anfangen, Dinge für die Community zu tun. Also nicht immer mit dem kommerziellen Hintergedanken, was habe ich jetzt kurzfristig davon, dass ich was mache für das Beta-Kodex-Network, sondern dass wir Dinge gezielt fürs Netzwerk machen und dann sozusagen uns, naja, sicher sind, dass wir irgendwann persönlich auch was davon haben. Dadurch, dass wir mit Kollegen andere Dinge tun können, dass die Reputation des Beta-Kodex-Network auch auf uns einzeln dann abstrahlt und auf die Arbeit. Aber ich denke, dieser unbedingte Wille, etwas beizutragen zu einer Community, ohne dass es jetzt kurzfristig für mich persönlich einen Vorteil bringt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das müssen wir haben. Viele von euch haben solche Dinge schon gemacht. In den letzten Wochen sind ja auch ein paar tolle Sachen entstanden. Also der YouTube-Kanal, die neuen Twitter-Accounts, das sind ja alles so kleine Dinge, die da auch, die vollkommen in die richtige Richtung gehen. Und ich glaube, die Chance liegt darin, jetzt nach 12 Jahren, die wir viel erreicht haben, konzeptionell auch, glaube ich, viel gelernt haben, kollektiv. Und auch die Idee Beta-Kodex ist ja anerkannt heute. Ich denke, es ist noch nicht bekannt genug, dass unsere Community das Modell, aber die Grundidee, glaube ich, ist anerkannt. Die sozusagen das Thema Demokratie oder Demokratisierung von Organisation und Arbeit und Selbstorganisation durch zentrale Dezentralisierung zu erzeugen. Die Zeit dafür ist jetzt. Ja. Viel mehr noch als vor 12 Jahren. Und sollte uns eigentlich ermutigen, da richtig einzusteigen und in der Gewissheit, naja, wenn wir diese Community gemeinsam vorantreiben, dass dann wir auch die Chance haben, die Welt der Organisation und der Organisationsgestaltung aus den Angeln zu heben. Mhm.
Was eben schön passt, eben, wenn ich dir auch so zuhöre, ist, dass man Demokratie, man muss sich ja nicht für Demokratie entscheiden, sondern sie wollen. Und das Gleiche gilt auch für den Beta-Kodex. Also es geht jetzt gar nicht darum, also muss ich mich entscheiden, sondern man muss ihn wollen, weil in ihm eben einerseits diese demokratische Kraft auch steckt und in der Dezentralisierung diese Kräfte auch entfaltet werden oder quasi Es gibt ja keinen anderen wieder Weg. lebendig werden können. Ja, Es gibt und keinen anderen Weg zu dieser Demokratisierung als Dezentralisierung. ja. Die das nicht wissen, denen sollten wir das, glaube ich, nahebringen. Die, die das nicht wissen wollen, die sollten wir, glaube ich, ignorieren und trotzdem unser Ding machen. Also es geht nicht um eine Entscheidung, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt an die agile Welt denke und was da alles verbreitet wird, welche Sportart gefällt mir am besten, passt am besten zu mir und für welche entscheide ich mich? Das ist nicht die Frage, um die es hier geht, sondern wie, also so, sondern will ich den Beta-Kodex und alles, was in ihm steckt und will ich Demokratie? Und es ist natürlich hier drinnen ein unternehmensstärkender Auftrag auch im Beta-Kodex. Also der Beta-Kodex gibt sich selbst den Auftrag, Unternehmertum und Wertschöpfung zu stärken und somit auch einen essentiellen Beitrag zur gesellschaftlichen Miteinander zu bringen. Und es steckt noch das Potenzial eben in unserer Bewegung, anders als in anderen agile Bewegungen zum Beispiel. In unserer Bewegung steckt eben, weil wir Prinzipien haben, die so breit sind, die für alle Organisationen geeignet sind, egal welcher Größe, welcher Qualität, welcher Industrie, welchen Alters, welche Kultur. In unserer Gemeinschaft oder unserer Community steckt ja das Potenzial drin, die anderen auch zu integrieren und zu verlängern oder deren Qualität zu erhöhen. Ich sage ja immer, die agilen Prinzipien müssten eigentlich nur um den Beta-Kodex ergänzt werden, dann hätten wir, ne, und das müsste man dann mal ernst nehmen. Das ist genau das Gleiche ist mit Lean. Also Lean lässt sich ja auch wunderbar mit Beta kombinieren. Man muss es aber auch tun, weil nur mit Lean, so wie es ist, wenn man nach Deming geht, funktioniert das noch. Der Deming hat ja sowas wie den Vorgänger des Beta-Kodex quasi entwickelt, mit seinen 14 Prinzipien damals. Aber so alles, was wir ansonsten unter Lean und Agile und Qualitätsmanagement und so verstehen, ist ja alles klein-klein und Tool-Geplänkel. Ich denke, das ist auch einer der Marksteine von Beta. Wir haben eben diese Prinzipien, während die anderen nur Tools und Meinungen haben. Oder sich der Prinzipien, die man haben könnte, Agiles Manifest, Lean-Prinzipien von Edwards Deming gar nicht bewusst sind, die sind verloren gegangen. Man hat drüber industrialisiert und letztendlich den Geist aufgegeben. Ja. Letztendlich sollte unser Augenmerk in den nächsten 12 Jahren, wenn ich das so formulieren darf, auch darauf gerichtet sein, diese Communities zu integrieren. Beziehungsweise Brücken zu schlagen. Sagen wir mal Brücken zu schlagen. Ja. Also es geht ja hier nicht um Aufsaugen und wir sind die Borg und machen alles gleich, sondern eher Brücken zu schlagen. Wir müssen Brücken schlagen in die agile Community, in die Lean-Community und in andere Communities, die was beizutragen haben zu Demokratisierung und Dezentralisierung auf ihre Arten. Deswegen ja auch die Zusammenarbeit mit Ernst Weichselbaum, nicht wahr? Weil da eben Ansätze sind, Hunderte, bin ich davon überzeugt, zu denen wir Brücken schlagen sollten. Auch das ist eine ehrenvolle Aufgabe und dient, glaube ich, Dezentralisierung und Demokratisierung in Organisationen. Ja, wow, vielen Dank. Ich finde, es passt bestens, jetzt eine Brücke zu schlagen zu den Sessions. Es gab auch schon ein paar Übrigens, danke Fragen. erstmal für die Gelegenheit der Intro. Na, ich danke dir. Oder genau, hier wird geklatscht. Man hört tobenden Applaus. Jedenfalls vielen Dank, Nils, für